Mijn naam is André Leonard, aartsbisschop van Brussel. Ik ben zweimal in Medjugorje geweest. Dat eerste maal in 1984 en dat tweede maal in het jaar 2000. In alle epochen der Geschichte. En het is een orde der Hoffnung, Medjugorje, der Hoffnung. In alle epochen der Geschichte schien es der Menschheit, dass sie besonders schwere Zeiten durchlebte. Aber vielleicht gibt es einen Grund, warum wir versucht sind, unsere Zeit als äußerst gefährlich einzuschätzen. Aber dort, wo uns hunderte Gründe für die Hoffnungslosigkeit überrumpeln, finden wir beim auferstandenen Jesu mehr als je zuvor tausende Gründe für die Hoffnung. Derjenige, der die ganze Grausamkeit der menschlichen Existenz ertragen und weggenommen hat, kündigt durch seine frohe Auferstehung am Anfang der Apokalypse: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Wunderbar. Jemand, der kann sagen, ich war tot. Doch nun lebe ich in aller Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Und am Ende des Matthäus-Evangeliums, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt und am Ende der Offenbarung, ich komme bald. Und wir antworten mit tiefer Überzeugung, oh ja, komm, Herr Jesus, Maranatha. Ja, wir beten zusammen für die Bekehrung des menschlichen Herzens und die Heilung der Menschheit. Und das ist der Leitfaden der Maranatha-Bewegung. Und wir sind davon überzeugt, dass Medjugorje, wie Fatima, eine wichtige Rolle spielt in jenem Zusammenhang. Die Tatsache, dass die Gospa so intensiv und so unermüdlich fast 35 Jahre dem Herz der Menschen spricht in Medjugorje, ist nicht deshalb, weil es hier dort oben langweilig ist oder weil sie wegen der himmlischen Freizeit geschwätzig geworden ist. Nein, es ist deshalb, weil sie den Kampf Christi und der Kirche gegen den Drachen Offenbarung 12 ganz ergeben ist und uns in ihrer großen Mitgliedschaft für die Rettung der Welt gewinnen wird. In diesem Zusammenhang habe ich im August 2013 zusammen mit der Maranatha-Bewegung und mit Sabrina Czovic, komm hier, eine große internationale Wallfahrt präsidiert im Heiligen Land. Dort haben wir zusammen mit mehr als 20.000 Christen aus Galiläa, Nazareth und Bethlehem gebeten für die Bekehrung der Menschheit, für unsere Bekehrung. Und Witzka war dort anwesend. Witzka. Und es gab eine simultane Übersetzung in 7 Sprachen, die deutsche Sprache einbegriffen. Und folgendes Jahr, vom 11. zum 18. Juni, werde ich wieder zusammen mit Sabrina Czovic und der Maranatha-Bewegung eine große internationale Wallfahrt organisieren, wo? In Medjugorje, in Mostar und in Sarajevo und andere Orte. Und ich lade euch dazu ein, mit einer großen Hoffnung in unserem Herzen. Und Sabrina hat eine Information am Ausgang des Doms
werden Sie Informationen finden über eine Wallfahrt, internationale Wallfahrt in Medjugorje, Mostar und Sarajevo. Danke.